Ja, hallo und willkommen zurück zu Part 4, die Sims Let's Play. Wir machen weiter mit unserer Fleischfamilie. Die Fleischfamilie wird jetzt dann das erste Mal arbeiten gehen und das wird bestimmt super spannend. Und ja, wenn das gleich geladen hat, wird das bald. Hallo. Ja, die Fleischfamilie ist am Schlafen. Und zwar haben wir hier das Bett. Dieses hässliche Extra-Bett, weil er da nicht reinkam. Das werden wir aber ändern, sobald die, sobald die am Dingsten sind. Na, wisst ihr schon, arbeiten. Gut, dann lassen wir die mal schlafen, bis sie, aufwachen. Oh, sie träumt von Geld. Habe ich das richtig gesehen? Das ist gut, weil sie geht ja gleich arbeiten und verdient welches. Okay. Hier ist übrigens Essen. Vielleicht könnt ihr es noch zum Frühstück essen. Weiß es nicht. Bis jetzt sieht das ja noch ganz in Ordnung aus. Jo, jetzt sind die Fliegen da. Gut, dann wird das wohl nichts. Jetzt. Okay, aufpassen, jetzt stehen die gleich auf, ne? Gut. Und die der springt aus dem Bett. Das ist ja unglaublich. Das ist echt unglaublich. Okay, er darf das mal abräumen. Und dann darf sie mal was zu Frühstück servieren. Gut. Und Handrang, okay, dann darf ich hier mal aufs Silber-WC und duschen wär wohl auch mal ganz angebracht. Ja, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Okay, das kann er auch mal wegräumen. Okay, sie hat, glaube ich, immer noch nicht wirklich kochen gelernt. Kann das sein? Kann sie richtig kochen? Ja, sieht so aus. Oder auch nicht. Gut, er duscht gerade. Das sollten wir vielleicht einmal kurz vorbeischauen. Ja, ja, ja. Ja, ist ja gut. Und sie ist fertig mit dem Frühstück. Das ist gut. Okay, er räumt das ab und dann geht er auch essen. Das ist ja... Und sie ist auch. Na, wunderbar. Okay, und wenn sie damit fertig ist, dann sollte sie vielleicht auch mal hier auf WC und duschen. Wie zu erwarten war, räumt sie ihr Zeug nicht weg. Oh doch! Das ist ja unglaublich. Sie räumt ihr Zeug ab. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ah, die Fahrgemeinschaft ist da. Die wollte doch jetzt noch duschen gehen, Mensch. Dann aber husch husch jetzt. Oh, jetzt wäscht die sich noch die Hände. Ich glaub's nicht. Hallo, du gehst jetzt duschen, ey. Okay. Ah ja, er springt schon zur Arbeit. Er hätte dann ruhig seinen Teller mal abräumen können. Okay, was ist das eigentlich für eine abgefragte Karre hier? Das sieht ja aus. Gehen jetzt eigentlich zusammen in das gleiche Auto? Oder wie ist das? Muss jetzt. Ja, scheinbar ist nur eins gekommen, ne? Okay. Mach schneller. Ja. Hoffentlich fährt uns das jetzt nicht weg, das Auto, ne? Ich brech mal ab. Los! Mach hin, ne?
Jetzt aber flott. Flott, flott, flott. Nein! Nein! Das Auto, nein! Scheiße. Oh nee. Können wir jetzt ein Taxi rufen? Oh, Service. Scheiße, wieso können wir kein Taxi rufen? Fuck. Scheiße jetzt. Oh nein. Die kommt am ersten Tag schon rechtzeitig zur Arbeit. Ich glaub's nicht. Oh nee. Was macht man denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, gut. Dann essen wir natürlich erstmal. Okay, Wir entfernen erstmal dieses hässliche Bett. So, dann hoffe ich, dass das jetzt klappt. Okay. Gut, was machen wir denn jetzt mit ihr? Das ist jetzt natürlich doof, ne? Tja, okay, Bild lesen. Ja, gut, von mir aus. Naja, gut, dann wollen wir es wenigstens, ja, produktiv nutzen. Dann kann sie mal kochen lernen. Oh, das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. Hey, leg das Buch weg, geh ans Telefon. Los, los, los. Mach hinne! Komm mal schneller. Komm mal schneller. Du bist heute nicht zur Arbeit gegangen. Ein Tag zu fehlen ist in Ordnung. Ach, das ist in Ordnung. Okay, aber wenn das zur Gewohnheit wird, wirst du entlassen. Ja, sorry, war nicht beabsichtigt. Aber gut, einen Tag zu fehlen ist in Ordnung, von daher. Gut, dann soll sie mal bitte irgendwie was lernen und so. Bis ihr Mann von der Arbeit kommt. Sie hat doch eigentlich von Geld geträumt. So eine Kacke, ey. Immer schön lernen, ja? Wunderbar. Da ist wieder jemand, aber sie lernt jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja, ja, genau. Immer schön lernen, das ist wichtig für dich. Ah, ihr Mann ist zu Hause. Und der macht jetzt was? Abendessen. Okay. Gut. Der könnte aber im Prinzip auch erstmal hier abspülen und so. Ja, genau. Spül du mal schön ab und dann darfst du Abendessen servieren. Weil das sind schon die Fliegen, das ist ja ekelhaft. So ein ekelhaftiges, ey, das gibt es doch gar nicht. Hallo, jetzt bald. Okay, ist ja dann auch gleich fertig gelernt. Dann kann sie nämlich auch gleich mal was essen gehen. Aus. Drei. Wunderbar. Wunderbar. Dann kannst du jetzt mal aufhören zu lernen. Mal schauen. Harndrang. Okay. Dann geh du mal kurz auf Toilette. Okay, ich glaube, er kann gar nicht. Kann er kochen? Nee. Das ist natürlich geschickt, dass er dann das Essen zubereitet. Ja, das sollte dringend kochen lernen, glaube ich. Sonst hackt er sich später noch eine Hand ab oder so. Gut. Was kann sie denn dann jetzt mal machen? Sie kann die Blumen mal gießen. Ich glaube, das wäre ganz... Das wäre doch mal was. Gut, aber er hat dann auch das Essen fertig.
Und dann kann er ja gleich mal einen Teller nehmen. Und wenn sie fertig ist mit diesen Blumen, kann sie auch mal einen Teller nehmen. Was stöhnt denn das so? Ah! Ist das so anstrengend oder was? Scheiß Blumen, ey. Was wollen die mit der ganzen Blätter? Digga, what? Was laberst du? Du laberst doch! Naja, jetzt geht er darüber zum Essen. Na geil. Okay. Wenn sie fertig ist mit Essen, dann... Sie ist jetzt gleich fertig. Dann kann sie mal abräumen. Okay, ich glaube, sie ist fertig. Räumt sie jetzt ab oder nicht? Oder geht's jetzt einfach nur weg? Ah, sie räumt auf. Oder? Ja, das ist gut. Und das kann sie auch mal mit abspülen. Und dann können die ja auch langsam mal so ins Bett gehen, ne? Ist er fertig mit Essen? Jo. Gut, dann würde ich sagen, schlafen. Und sie kann dann aber mal noch seinen Teller abspülen. Gut, er geht da rein, dann... Oh, was ist denn jetzt? Nicht die schon wieder. Wir gehen jetzt schlafen, ey. Gut, und dann kann sie... Hey, nicht duschen. Das kann sie morgen machen. Geh sie schlafen. Okay, theoretisch müsste sie doch da jetzt reinkommen, oder? Oder er träumt vom Skispringen? Was geht mit dem ab? Hä? Hallo. Hä? Wieso kommst du dann... Hallo, hier, rein, du, gehen? Hä? Wieso kann die da nicht rein? Hallo, ich habe doch jetzt extra hier freigemacht. Was ist denn da jetzt das Problem? Leck mich am Arsch. Wieso geht die da nicht rein? Versteh es nicht. Hier ist doch jetzt Platz. Jetzt macht's den Fernseher an. Du sollst schlafen, Mensch. Oh, ich werd wahnsinnig. Jetzt wacht er wieder auf. Oh, ich krieg die Krise. Steht er auf. Okay, aber dann kann sie ja mal ins Bett. Okay, Dings, mach mal kurz aus und schlafen. Ja, reg dich nicht so auf. Okay. Halt, du sollst jetzt die da reinlassen. Nicht wieder. Okay. Dann, okay, das kann doch wohl nicht sein. Was ist denn da jetzt das Problem? Sie kommt jetzt da ins Bett. Okay. Gut. Und er? Kann er jetzt ins Bett? Also, er müsste doch da jetzt... Warum kann der da nicht rein, Mensch? Das gibt's doch nicht. Ich werd wahnsinnig. Hier ist doch Platz. Ich verstehe das nicht. Hallo, hier. Du kannst rein. Da ist nix. Verdammte Scheiße, Eva. Ich werd wahnsinnig. Jetzt macht er den Fernseher an. Ich glaub's nicht. Du sollst schlafen. Oh, ich krieg die Krise. Und jetzt, nein. Jetzt wacht sie wieder auf, oder was? Oh, ich glaub's nicht. Oh, nee. Okay.
Und wenn ich die gleichzeitig zum Schlafen schicke? Ja, dann geh doch, Mensch. Da, hier ist das Bett. Was ist denn da dein Problem jetzt? Ah ja, jetzt geht er wieder raus. Ey, verdammt nochmal. Ausschalten. Und oh, ey, das gibt's doch nicht. Mach aus, Mensch, jetzt mach die wieder auf. Oh. Oh, Mann. Das ist ja hier ein Ein und Aus in dem Bett. Du sollst jetzt nicht dein Bett machen. Mach die scheiß Kiste aus und geh ins Bett. Oh. Oh. Was geht ab mit euch? Ihr seid... Oh, ich werd wahnsinnig. Ganz ehrlich. Schlafen? Verdammt nochmal. Leck mich am Arsch. Stell mal wieder hin zum Bett, oder was? Oh, das gibt's doch nicht. Hallo? Wo kann man das Bett jetzt hinstellen? Verdammt nochmal. So. Oh. Kann ich jetzt da rein, oder was? Okay. Jetzt sag mir nicht, dass die nicht ins Bett kann. Sonst kriege ich die Krise. Oh. Ey, du sollst jetzt nichts essen. Ey. Oh, ich krieg die Krise. Ganz ehrlich. Ich krieg die Krise. Was? Warum können die nicht in das Bett? Oh. Okay. Und gute Nacht. Gut, das wär's. Danke fürs Zuschauen und so. Bis zum nächsten Part dann. Vielleicht schaffen wir das irgendwann, dass die in das Bett reinkommen. Keine Ahnung, wann das liegt. Okay, bis zum nächsten Part dann. Tschüssi.